Dann machen wir weiter. Chris Völker ist einer der Mitorganisatoren des 3D Pioneers Challenge. Und er wird uns ein bisschen mehr darüber erzählen. Vielen Dank. Dankeschön. Hört ihr mich? So, erstmal guten Mittag. Ich bin eigentlich, Sie sehen im Programm, die Simone Völker. Das ist meine Frau. Ich bin nicht ganz so hübsch, ich muss Sie leicht enttäuschen. Ich bin zudem noch leicht erkältet. Auch mein Salamibrot heute früh hat mich nicht mehr gesund gemacht. Aber ich habe die Freude dran, an diesem Wettbewerb, den Ihnen zu präsentieren. Es ist nicht die nächste billige App, die jetzt hier irgendwie für irgendwelche Dates zuständig ist, sondern es ist ein Wettbewerb für 3D-Druck, der weltweit mittlerweile doch einer der größten mit ist. Wir erreichen mit einem Klick tatsächlich um die 65 Millionen Adressaten und wir haben das jetzt seit dem vierten Jahr laufen und wir wollen Ihnen einfach so ein bisschen mal so ein Best-of rauszeigen. Sie sehen auch hier in der Ausstellung ziemlich mittig präsent so ein paar wirklich 3D-gedruckte Highlights. Da möchte ich einfach ein bisschen mit drauf eingehen. Pushing Boundaries, 3D Pioneers Challenge. Das ist so die Marke, die wir haben. Und aktuell läuft auch der aktuelle Wettbewerb noch. Der geht bis zum 15. März. Was macht uns aus? Sie sehen, wir sind so im vierten Jahr. Das CI, da sind wir sogar recht stolz drauf. Das haben wir nicht selber gemacht. Wir haben das einer Agentur vergeben, die auch den letzten Bundesadler gestaltet hat, der im Bundestag momentan noch hängt. Das ist die Firma Übele. Und Sie sehen, es wird immer bunter von links nach rechts, die Jahre laufend. Und so ist ja auch 3D-Druck. Wir haben so eine gesamte Vielzahl. Es geht mittlerweile nicht nur, okay, was habe ich vielleicht im Schmuck irgendwie drin. In den ersten Jahren ging es dann darum, okay, es geht um hybride Technologien. Dann kam ganz stark, wie generiere ich überhaupt eigentlich Daten? Think big, sehr, sehr große Drucker waren plötzlich da. Und so hat sich diese Challenge mittlerweile zu einer Plattform entwickelt. Und diese Plattform zeigt so immer so ein bisschen die Trends, wo geht es eigentlich hin und wo sehen wir die ganzen Pioniere da drin. Das ist die aktuelle Ausschreibung, die wir haben. Können Sie gerne mal vorbeischauen. Das haben wir auch am Stand, den Flyer einfach da. Es gibt tatsächlich auch 35.000 Euro zu gewinnen. Neben einem MakerBot kann man gewinnen. Wir haben vor 2 Wochen was Neues released. Mit dem Partner Autodesk Amerika haben wir eine sehr schöne Geschichte. Wer sein Konzept einreicht und unter den Finalisten nachher ist, also sind es um die 30 Finalisten, kann von Autodesk gewählt werden. Da werden 3 Leute ausgesucht, die ihr Konzept in so einem Autodesk Technology Center verwirklichen dürfen. Also da hatten wir dann Zugriff kostenfrei auf Robotik, auf Digitalisierungen, auf alle möglichen Druckverfahren, die es gibt. Man kann sich das aussuchen, ob man Pier 9 nach San Francisco möchte mit dem Draht zum Silicon Valley oder nach Boston oder nach Toronto, je nachdem. Also auch eine sehr, sehr schöne Chance, wo ich sage, das ist es wert. Nicht einmal nur das Geld, wobei das auch natürlich eine nette Geschichte ist. Die 3D-PC versteht sich mittlerweile wirklich als Trend-Scout und diese Plattform. Und so machen wir das jedes Jahr eigentlich neu, in welchen Kategorien wird denn das eigentlich alles ausgeschrieben? Ist es die Design-Challenge? Ist es Fashion-Tech? So gehen wir insgesamt weiter. Das diesjährige Thema ist, und da sind wir überzeugt, der 3D-Druck schafft es momentan als Enabler, den Schritt in die Industrie reinzuschaffen. Wenn wir den Schritt in die Industrie reinschaffen, wenn wir das vor 100 Jahren anschauen, wo Bauhaus, Industrialisierung, alles Mögliche da war, dann ging das zwar alles rein, aber man hat sich sehr, sehr spät eigentlich auch erst um Nachhaltigkeit gekümmert. Deswegen haben wir jetzt von vornherein schon mit auch reingeschrieben, Sustainability ist ein ganz, ganz großes Thema, wo man von vornherein mit reingehen sollte, dass die Industrie nicht einfach sagt, cool, nächste Herstellung, nächste industrielle Revolution, die wir damit haben, sondern man muss auch solche Themen einfach mit bedenken. Wir freuen uns, dass Wirt Elektronik, mit dem Hut Wirt Elektronik, sehen Sie mich heute Abend noch reden, ich bin nämlich eigentlich für Wirt Elektronik da. Witzig, dass ich jetzt rede, wie gesagt, durch den Zufall, dass meine Frau, die das eigentlich leitet, leider verhindert ist. Das sind so unsere Partner, die dabei sind, die in den letzten 4 Jahren auch immer Partner sind. Sie sehen, das sind schon auch diese ganzen Global Player eigentlich weltweit mit dabei.
Und daher kommt auch das, dass wenn wir Enter drücken und die Ausschreibung machen über dieses Schneeballsystem, erreichen wir einfach 65 Millionen Leute schon in der Ausschreibung an sich und haben dementsprechend natürlich auch einen tollen, tollen Zulauf. Was uns auch sehr freut ist, es ist jetzt leider ein bisschen pixelig, hier sieht es besser aus, aber ist okay, die Auflösung stimmt nicht ganz. 100 Jahre Bauhaus ist dieses Jahr. Als ursprünglich Architekt und alles freut mich das, denn Bauhaus war zur Zeit der Industrialisierung, aber Zitat der Kreissäge, hat eigentlich die ganze Jugendstilepoche zerstört, alles was da schnörkelig und von Hand und alles mögliche gemacht wurde. Und die sind jetzt Partner und sind damit auch in diesem Fortschritt trotzdem noch mit drin, dass wir sagen, mit neuen Technologien schaffen wir vielleicht auch wieder diese Liebe im Detail auch mit hinzubekommen. Das ist ein kleiner Auszug von den Jury-Leuten, die bei uns sitzen. Der zweite unten rechts, da war ich noch ein bisschen jünger, ich gebe es zu, ein bisschen dünner, aber das Foto ist einfach immer noch gut. Ansonsten sehen Sie hier wirklich Leute, Ross Lovegrove ist einer meiner Helden im Design, Florian Horsch oben links, er ist, ich weiß nicht, ob er schon im Publikum sitzt, auf jeden Fall habe ich ihn hier auf der Messe schon rumlaufen sehen, Patrick Schumacher, ich weiß nicht, ob Sie Patrick Schumacher unten links kennen, Zaha Hadid ist vor 2 Jahren, glaube ich, verstorben, das ist so die weltberühmteste Architektin, wenn es um bionische Strukturen eigentlich geht und die machen alles von Dubai bis sonst wo einfach hin. Er war immer ihre rechte Hand und hat das Büro jetzt leitend übernommen und er ist in der Jury mit drin. Also schon ist eine Ehre dabei zu sein. Oder Naomi Kämpfer in der Mitte sehen Sie, sie ist die Creative Directorin von Stratasys Israel. Also ist schon, es hat einfach einen sehr, sehr großen Zug und da sind wir auch stolz drauf, dass im Prinzip dieses ganze Netzwerk, was da drin ist, hier mit dabei ist. Ein Designer von Tesla ist oben mit dabei, Achim Menges, der das ICD leitet, an der Harvard University lehrt und alles. Es ist sehr, sehr toll. So treten wir auf. Das ist eine Ausstellung, die eigentlich auf der RapidTech in Erfurt stattfindet. Und Martin Lahmann hat uns angerufen, gefragt, wie wäre es, können wir eigentlich so einen Roadshow-Stop auch hier machen? Denn wir zeigen nicht nur die Präsentation dort, sondern unser eigenes Ziel ist eigentlich, der Welt so ein bisschen zu zeigen, was ist möglich mit diesem 3D-Druck, mit diesen neuen Technologien. Und so gehen wir mit diesen Objekten und Projekten auch raus. Es wurde über Wirt Electronics schon in Shanghai oder Shenzhen und sonst wo auch schon gezeigt. Es war in Stockholm zuletzt. Und so jetzt auch hier in München. So sieht es normalerweise aus. Das ist gerade so während der Jury-Sitzung. Sie sehen, das sind auch schon sehr, sehr große Big Prints drin. Hier unten das Teil in Blau. Da geht es darum, wie die Datei, die Algorithmen, die extra dafür produziert werden, extra geschrieben werden, Sessel und Stühle neu interpretieren können und der Roboterarm im FDM-Verfahren das danach in die Luft reinschreibt. Das ist normalerweise der Auftritt. Das ist auch das Ziel. Auch wenn wir im digitalen Zeitalter sind und alles eigentlich per Rendering zeigen könnten, wollen wir das natürlich auch in der Ausstellung zeigen. Die Jury an sich, also so eine Multistage-Jury, wir treffen uns einmal in Stuttgart, schauen alles digital an, wenn ich dabei sein kann von der Jury, weil viele auch in L.A. und alles sitzen, könnt es digital sehen. Die Finalisten sind ungefähr um die 30, sind so ein 60 Quadratmeter Stand, sind dann da und die Jury wird komplett eingeflogen. Also jedes Jurymitglied, wo dabei ist, das sind dieses Jahr 16 Leute, glaube ich, werden eingeflogen und sind dann vor Ort da. Und an einem Tag wird das alles genau durchgegangen, wird das Produkt angeguckt, ein Film dazu, der mitgeschrieben wird. Und dann gehen wir das durch. Und das ist die recht kleine Preisverleihung am Ende. Also der Bildschirm, den Sie am Ende sehen, der hatte 4x16 Meter. Also es ist schon recht gigantisch. Ministerium der Tiefensee von Entschuldigung, Thüringen, der hält auch die kleine Laudatio, eröffnet das. Also es ist einfach sehr, sehr schön. Und im Anschluss nach der Preisverleihung, 2 Wochen drauf, sind wir auch der einzige Wettbewerb, der im Deutschen Bundestag vorgestellt wird. Also sprich, so ein bisschen Lobbyarbeit ist damit auch noch drin. Ich kann Sie also nur ermutigen, schauen Sie sich das an. Sie sehen da die neuesten Trends. Und wenn Sie selber eine knifflige Idee haben, es kann auch ein Konzept sein, vielleicht ist es noch gar nicht produziert, dann kümmern wir uns darum, dass es bis zu der Ausstellung produziert wird, sollte es denn von der Jury ausgewählt worden sein. Ach, hier sehen wir wenigstens zumindest ganz kurz, Entschuldigung, meine Frau rechts unten, sehen Sie sie, genau. Normalerweise hätten Sie jetzt da, aber tut mir leid, leider nur ich. Irgendjemand hat gepfiffen. Ja, das sind so unsere Roadshow-Stops, wo Sie so sehen. Und genauso zum Beispiel hier links unten
weil auch Fashion Tech ein Thema ist, ist Fashion mit dabei. Und was ganz nett zu sehen ist, hier rennen auch teilweise, laufen die Germany's Next Topmodels. Das sind Fashion Catwalks, die dann aufgrund dieser Ausstellung, die wir sind, damit generiert werden. Wo wir auch sehr stolz sind, Sie haben vielleicht jetzt gerade eben letzte Woche die Oscar-Verleihungen mitbekommen, da ging Fashion ging an Black Panther. Und warum? Weil bei Black Panther die Crown von der Königin im 3D-Druckverfahren gemacht wurde. Das ist eine sehr gute Freundin von uns, die Julia Körner, die war vorletztes Jahr bei uns in der Jury. Und da freut es uns umso mehr, dass sie dann auch die Fashion-Shows mit unterstützt und alles. Also, dass Sie sehen, es ist so ein Netzwerk, wo überall auch irgendwie ein bisschen was geht. Jetzt möchte ich Ihnen einfach ein bisschen auf die Projekte eingehen. Jetzt wissen Sie, was wir so machen, wo es eigentlich hingehen kann, was das für ein... Ich nenne es schon fast Verein, wir sind kein Verein, aber was wir so alles machen in unserem Büro. Und das sind so die Produkte, die nachher eingereicht werden. 3D-gedruckte Leuchten, wir haben sie vorne auch dastehen. Das Interessanteste dabei ist eigentlich, dass die komplette Funktionalität wirklich aus dem Drucker ist und das nachher auch den Designer nachher einen Sprung gibt auf die Weltbühne. Also er durfte kurze Zeit drauf in London im VC Museum direkt einen Talk halten mit der Lampe in der Hand. Es geht aber auch um äußerst konzeptionelle Geschichten. Gedruckte Algen, Sie sehen hier die Form, also aufgedruckt im FDM-Verfahren, und diese gedruckten Algen auf einem Netz mit einer mechanischen Verbindung hinten dran, je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Raum, verändert sich das. Das heißt, wir können über die Gestaltung des Materials eine mechanische Veränderung eines Objektes generieren. Also es ist ein sehr konzeptioneller Status. Das ist eine Studierende, die das gemacht hat. Die Dorothea Lang, die hat letztes Jahr dann tatsächlich den besten Studentpreis gewonnen und hat jetzt ein Makerbot da und kann einfach wirklich ihre ganzen Experimente damit weiterführen. Auch eine sehr schöne Geschichte, Projekt Loom von Maria. Einfach sehr, sehr flexibel. Klar, also die Frage ist immer, zieht man das jetzt an oder sonst was? Also man muss sich überlegen, okay, aber wenn sie das nicht gemacht hätte, dann kommt vielleicht kein anderer auf die weitere Idee, was man mit diesem Verfahren noch alles machen kann. Und was uns auch freut ist, sie hat unter anderem auch einen IF Design Award gewonnen damit. Das heißt, wir sehen, auf welchem Level wir irgendwie sind. Kommen wir zur Fashion Tech. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben von Benash Farahi. Benash Farahi, und da schließt sich wieder ein bisschen zu dieser Kreis, hat das Residency-Programm im Pier 9 Autodesk gemacht und hat dort eben dieses Kostüm, diese Fashion entwickelt. Das sind so lauter Igelspuren, das ist jetzt auch schon, das war von vor 3 Jahren war das eingereicht. Das sind wie so lauter Seeigel und je nachdem, wo der Gegenüber mit seinen Augen hinschaut, wird es getrackt mit Sensoren, bewegen sich die Igelstachel dahin. Also so ein bisschen Abwehrhaltung und alles kann damit sein. Wir haben das dann auch auf den Fashion-Shows mitlaufen. Aber es ist schon ein Highlight, wenn man überlegt, das wurde vor 3 Jahren schon eingereicht. Und was uns freut, sie hat dieses Residency-Programm gemacht, das dort alles entwickeln können. Von dem her lade ich sie gerne ein, das auch zu machen. Eine Drohne. Ich meine, klar, Drohnen sind für uns gerade hier auf der Maker Faire so ein Ding, wo wir die ganze Zeit einfach mitarbeiten. Die Drohne an sich hat vielleicht noch den Unterschied, die ist 1,40 Meter im Durchmesser. Wir haben jetzt hier am Stand nur ein kleines Mock-up, einfach nur ein Demonstrator. Aber die Drohne hat 1,40 Meter Durchmesser und fliegt. Also das ist schon auch richtig gut, was da gemacht wurde, durch Thematiken wie Leichtbau, Systemleichtbau, wo uns natürlich im Automobilsektor E-Mobility und alles Mögliche weiterbringen kann. Und hier runtergebrochen auf eine Drohne, auf eine kleine Drohne, die nur 1,40 Meter hatte. Firmen wie Reebok reichen auch ein, also es nimmt schon ganz schöne Kreise an. Das ist nicht Darth Vader, sondern Sie kennen das vielleicht, das war sehr, sehr witzig, wir haben die Einreichung bekommen. Ich wohne in Stuttgart auf dem Dorf, komme aus dem Haus raus, hatte diese Einreichung auf dem Rechner und sehe plötzlich tatsächlich jemanden mit so einer Maske rumrennen und dachte, okay, ich gucke mir mal diese Einreichung noch genauer an, was das ist. Ich habe sie da wirklich zum ersten Mal gesehen. Das sind Simulatoren. Wenn ich auf Sea-Level ganz normal jogge, habe ich eine andere Luft wie auf 4000 Meter. Und mit dieser Maske kann ich den Filter einstellen und customized im 3D-Druck an die Person direkt angepasst und habe die Möglichkeit, mir die Luftzufuhr so zu minimalisieren, dass ich simuliere, ich bin auf 4000 Meter und ist durch 3D-Druck natürlich besser möglich. Concept Brief, ein Konzept von Audi unter ETH Zürich unter Leitung von Manuel Kretzer. Ich habe hier einen kleinen Film dazu.
Schauen wir mal, dass er läuft. Weil die Filme sind doch manchmal schöner als das, was man sagt. Kommt ein Ton? Ich kann probieren, dazu zu singen. Kommt auf dem HDMI raus. Also hier, vielleicht soweit gesagt, der 3D-Druck ist hierbei auch Enabler. Also es geht nicht immer nur darum, dass ich 3D-Druck direkt produzieren muss. Darauf gehe ich auch so ein bisschen heute Abend bei meinem Talk ein für Wirt Electronics. Aber 3D-Druck enabled uns, neue Wege zu gehen. Und hier kann ich einfach meine Formen machen. Das brauche ich Ihnen wahrscheinlich gar nicht groß erzählen. Kann dann meine Silikonsachen machen, über eine Hydraulik angepasst. Kann der Sitz im Auto sich an alle Gegebenheiten anpassen. Print Your City. Ein sehr, sehr schönes Konzept gewesen. Müll wurde eingesammelt in den Niederlanden, also Amsterdam, sitzt die Firma, wurde dort eingesammelt und wirklich von der Straße zu Granulat gemacht, neu extrudiert und Stadtmöblierung gemacht. Das ist natürlich auch ein Kommunikationstool, dass die Leute einfach merken, Mensch, okay, krass, ich produziere so viel Müll in dieser Stadt, dass ich ganze Bänke produzieren kann. Also diese Awareness, die dahinter steht, ist in dem Fall durch 3D-Druck auch wieder nur möglich, weil wir da agil genug natürlich das Ganze kreieren können. Auch ein sehr schönes, nachhaltiges Prinzip und Konzept war dieses, Cabin of 3D-Printed Curiosities in Amerika. Hier ist jedes Bauelement, was Sie hier sehen, aus dem 3D-Drucker raus und auch kein gewöhnliches, normales ABS oder sonst was Material, sondern Materialität, die vor Ort sichtbar ist, sammelbar ist. Die hatten Weingärten in der Nähe, die haben Traubenkernreste genommen, die granuliert und zu einem Material gemacht, mit Keramik vermischt und alles mögliche und haben diese Tiles gemacht. Die Schindeln, das Haus steht auch innen, das ganze Interior, die Stühle, Sitze, alles mögliche sind da. Ronald Rail hat das gemacht mit Virginia Sanfratello und sie gehört zu den 20 Top-Damen in neuen Technologien, die weltweit unterwegs ist. Und Ronald Rail ist ein Professor an der UCL Berkeley. Also von dem her sehr, sehr schöne Geschichten. Von dem haben Sie vielleicht gehört. Ich lasse trotzdem ganz gerne den Film nochmal laufen, weil ich den einfach so fantastisch finde. MX3D, die Brücke, die jetzt dieses Jahr in Amsterdam final installiert wird, die haben den Bereich digital gewonnen in der Kategorie letztes Jahr. Ich gucke mal, ob ich hier was machen kann mit dem Ton, aber nee. Ganz anderer Ausgang war das, gell? Okay. Genau. Also es ist, sind wir ehrlich, was ist hier dran 3D-Druck? Es ist Auftragsschweißen. Jeder, der schon mal ein Schweißgerät in der Hand hatte, weiß, ich setze eine Wurst auf die nächste. Aber das Ganze zu transformieren und zu sagen, das soll der Roboter übernehmen, dass die Brücke, die jetzt hier entstanden ist, wo sich ursprünglich zwei Roboterarme in der Mitte treffen sollen und so die Brücke entstehen sollte, ist nur ein Ansatz. Da ist ein Riesenkonsortium dahinter. Hier geht es darum, dass er berechnet wird, wo sind welche Leute laufen drum. Sensoren sitzen da mit drin und messen das die ganze Zeit. Und genauso kann man das natürlich jetzt weiterspinnen. Wenn ein Drucker das in Amsterdam kann, dann kann der Roboter das aber auch irgendwo in Kambodscha machen. Also unsere Grenzen verschieben wir damit komplett und können natürlich somit neue Wege auch eröffnen. Und das finde ich sehr schön, dass die da die Brücke schlagen damit. Projekt Fiddle, ein 3D-Puzzle aus Indien und Altimaker war damit integriert. Es ist eine komplett Open-Source-Geschichte gewesen. Es geht um blinde Leute, dass die blinden Menschen einfach lernen, die Braille-Schrift zu lesen, die Blindenschrift lesen zu können. Aber wie erzähle ich das jemandem, der das auch einfach, dann muss man sagen, pass auf, und das heißt Fisch und wie sieht denn eigentlich ein Fisch aus? Und so hat Altimaker mit denen zusammen das kreiert, dass man sagt, man kann sich Daten runterladen, dreidimensionale Fische, die sind wie ein Puzzle in drei Teile, je nach Schwierigkeitsgrad. Und wenn ich sie zusammengesetzt habe, so wie der Fisch auch immer zusammenpasst, dann kann ich obendrauf die Blindenschrift nachher lesen. Das ist ein sehr, sehr schönes Projekt, wo ich sagen muss, das hat bei uns einen sehr, sehr schönen Anklang gefunden. Was uns gefreut hat, ist, dass in Europa Ravensburger mit eingestiegen ist und Ravensburger das mit auch als Open-Source-Geschichte mit vertreibt. Also wenn Sie da Spaß haben, können Sie sich da mal informieren, was alles möglich ist.
Fahrräder. Das war eins der ersten Fahrräder, wo die Komponenten gedruckt sind. Auf dem Fahrrad konnte man noch nicht fahren. Aber die Jungs haben danach, die haben einen Preis gewonnen, die haben das Geld gleich investiert, weiter dran gemacht, die haben den nächsten Preis gewonnen, einen Landespreis und alles, die werden rumgereicht. Mittlerweile haben sie es geschafft, ein Fahrrad zu machen, wo man einfach drauf sitzen kann und fahren kann. Und mittlerweile gibt es ganze Mountainbikes, die dann in Titan produziert werden und wo das dann funktioniert. Projekt Toast war unser Designgewinner. Ich lasse den Film dazu laufen und erkläre Ihnen ein bisschen was dazu. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das ist Philipp Manger. Philipp Manger ist eigentlich begeisterter Skateboardfahrer, so Downhillfahrer, und gestaltet auch die und verkauft die. Er hat mit 3D-Druck nichts zu tun. Er ist 2015, glaube ich, war das, über die Messe gelaufen und sagt, also krass, hier geht echt viel mit 3D-Druck. Hat unsere Ausstellung gesehen, sich vorgenommen, er will nächstes Jahr dort einreichen. Dann ist er über die Messe gelaufen, hat die Fraunhofer angesprochen, hat Autodesk angesprochen, hat die alle begeistern können. Also er an sich ist einfach so eine Type. Hat innerhalb einem Jahr sich das alles angeeignet, hat diese Skateboard-Achse nachher gestaltet, optimiert, Luft zirkulieren, die wird nicht mehr heiß. Bei so Downhill-Sachen wird die heiß. Natürlich viel zu teuer, aber es hat es gebracht. Der gute Mann hat nachher sogar bei TCT Awards wurde er mit nominiert. Und ist einfach mittlerweile ein Berater für Autodesk weltweit unterwegs. Kleines Sprungbrett gewesen. Oder hier Seifenkisten neu gedacht über E-Mobility. Man hat einen Akkuschrauber drin, mit dem treibt man das an. Über die 3D-Druckgeschichten von den Hochschulen, die immer jedes Jahr oder alle zwei Jahre haben, die diesen Wettbewerb hier war, die HWK Hildesheim, sind es auch schon sehr, sehr schöne Teile. Dies ist der Gewinner vom letzten Jahr gewesen, Peakboil. Wenn ich einen Gasbrenner habe und eine Gaskartusche nutze, dann entwickelt die nicht sonderlich viel Energie. Sie kennen das vielleicht vom Camping. Ich bin selbst mit meinen Kindern auch immer unterwegs. Da muss man irgendwie drum rum abschotten und alles mögliche, dass man das Wasser ein bisschen heiß bekommt. Hier ist noch ein bisschen mehr drin. Ich lasse den Film parallel dazu laufen. Wenn man das ganze Ding auf dem Berg bei 4.000, 5.000 Meter Höhe macht, hat man keine Chupacas mehr dabei, die einem die Gallonen Wasser tragen. Dann hat man Schnee, lässt den schmelzen und kann das Wasser einfach trinken. Und das ist bislang nicht möglich gewesen. Aber hier sehen Sie, sind einfach 20 solche Brenner drin, die Energie und dann in der Form wie einer Turbine wesentlich besser ausnutzen. Und so, es geht nur darum, um den Schnee schmelzen zu lassen, das aber auch noch auf 5.000 Meter schaffen. Damit habe ich durch 3D-Druck die Möglichkeit, Leichtigkeit etwas tragen zu können und dadurch mir selbst Wasser zu generieren, auch in anderen Höhen. Venen, Arterien mittlerweile können gedruckt werden in Nanopartikelgröße. Sehr, sehr schöne Geschichte. Ich gehe noch ein bisschen weiter, weil ich glaube, unsere Zeit ist dann gleich rum. Natürlich, Sie kennen das. Orthesen, Prothesen sind mittlerweile da. Sie werden customized angepasst. Sie laufen. Man braucht nicht mehr den Schlauch, den Schrumpfschlauch, den man sich anpasst. Man kann Foodprinting machen und es ist schon eine schöne Geschichte, wenn man den Kuchen aufschneidet und eigentlich mit jeder Scheibe eine neue Botschaft drin haben kann. Das war auch ein sehr, sehr schönes Konzept. Und jetzt kommen wir schon zu meiner letzten Seite. Cocktailprinting, für die haben wir während der Jury-Sitzung eine neue Kategorie aufgemacht und denen den Preis des Events gegeben, denn wir merken, dass Roboter an sich, schaue ich mal, hier müsste der Film sein, genau, dass Roboter an sich mittlerweile das Ganze mit übernehmen können. Jawohl, er läuft. Und hier einfach in einen bestehenden Cocktail auch dreidimensionale Formen in Form von Tröpfchen, also Dispensing eigentlich, mit integrieren können. Das war so gut, das ganze Projekt, dass die sogar im Rahmen der Preisverleihung des Galaabends die paar hundert Leute, der Drucker, der Roboterarm, die ganze Zeit alle mit Cocktails verköstigt hat. Damit möchte ich enden. Ich bedanke mich bei Ihnen. Sie sind herzlich willkommen, die Ausstellung anzuschauen. Denken Sie dran, haben Sie neue Ideen, Konzepte? Bis zum 15. März können Sie noch was einreichen. Registrieren Sie sich einfach darauf. Ihre Daten sind safe. Das ist immer so die größte Frage, die da ist. Aber wir können Sie promoten und Ihnen das Sprungbrett geben, wo es hingeht. Und vielleicht gewinnen Sie auch 35.000 Euro, je nachdem. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche noch eine sehr, sehr schöne Messe. Dankeschön.
Chris, vielen Dank. Wenn es noch Fragen gibt, bitte am Stand. Wir sind schon ein bisschen mit der Zeit drüber. Genau. Dankeschön.